Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leimbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema Hintergründe, Herausforderungen und Chancen in der aktuellen Krise. Ich möchte gar nicht so sehr auf Corona und das Ganze eingehen, sondern ein bisschen den Schritt jetzt zurück machen und den Blick weiten. Ich sehe diesen Podcast als ein direktes Anknüpfen an den Podcast, den ich vorgestern gemacht habe. In jeder Krise, egal was es ist, hat man zunächst den Kriegermodus, das heißt abchecken, was ist die Gefahr, eine umfassende Vorsorge für sich selbst zu treffen, falls sich die Krise ausweitet, und dann der Königsmodus, wo man für andere mitsorgt. Und dann kommt eigentlich die Phase des Magiers, des Heilers, der sich fragt, der zurücktritt von dem Ganzen, sich zentriert und fragt, wie ist die Einordnung des Ganzen? Was sind die Hintergründe eigentlich? Wo sind meine eigenen Werte? Was passiert da gerade in unserer Gesellschaft? Ich möchte noch einen Nachsatz zu dem Aspekt des Kriegers vom letzten Podcast sagen. Wir kämpfen ja hier gegen einen unsichtbaren Feind. Einige haben schon diesen Vergleich gebracht, wir sind im Krieg, aber es gibt eben keinen Feind, außer wenn man ein Mikroskop hat. Und dieser Virus ist ja ähnlich wie Masernvirus noch gar nicht wirklich nachgewiesen. Wir wissen also gar nicht, ob es diesen Feind wirklich gibt, ja? Es ist ein virtueller Feind, ne? Sozusagen, ne? Von dem keiner wirklich weiß, gibt es den so in dieser Form. Und was das uns aber zeigt, wenn man so sieht, wie wir eigentlich ein Totalversagen der Regierung und auch des Robert-Koch-Institut haben, dann ist der Krieger wichtig. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Im Januar, Februar wurde von der Regierung, auch vom Robert-Koch-Institut, das Ganze runtergespielt und verharmlost. Die Fakten, China wurde verharmlost. Wer gesagt hat, da kommt was Gefährliches auf uns zu und so weiter, die offiziellen Meldungen in Frage gestellt hat, wurden zum Beispiel über Facebook als Fake News verboten und gelöscht. Und als es dann, wer also sagt, das ist eine wirklich große Gefahr, hätte im Januar, spätestens im Februar, sämtliche Flughäfen und die Grenzen dicht machen können und dann wäre gar nichts passiert. So, als es zu spät war, als wir hohe Infektionszahlen haben, wird dann jetzt Panikmache gemacht und was das Krasseste ist, eine Schuldzuweisung an das Volk nach dem Motto, das Volk, die Dummen halten sich nicht anders an die autoritären Maßnahmen, die jetzt kommen. Also ein perfektes Szenario. Erst ignorieren, allen zu sagen, es ist harmlos, und wenn die Leute dann glauben, es ist harmlos, dann diesen Leuten genau das vorzuwerfen. Das Schlimmste ist, sich rühmen dafür, dass man angeblich alles rechtzeitig erkannt hat und frühzeitig Maßnahmen ergriffen hat. Das Gegenteil ist der Fall. Leute, lasst euch doch bitte nicht verarschen von der Regierung. Der wird gelogen und betrogen nach Strich und Faden. Die Leute sind in Angst und Panik und deshalb wird alles geglaubt. Sorry, mein Bruder hat letztes Wochenende ein bisschen Grippesymptome gehabt, hat versucht, einen Corona-Test zu bekommen. Keine Chance. Es gab keine Tests, ja, bis vor kurzem. Hier in Düsseldorf landen die ganzen Flugzeuge. Bis vor kurzem landen Flugzeuge aus Iran, aus China, aus Krisenregionen. Glaubt ihr, da wird irgendeiner getestet? Ja? Also solche schlichten Maßnahmen wurden gar nicht durchgeführt. So, und jetzt werden Zwangsmaßnahmen durchgeführt, aber eben nicht gegen die von außen kommenden, sondern gegen die eigene Bevölkerung. Das ist sehr interessant. Also es werden nicht die von außen, die Gefahren werden nicht abgeschirmt, sondern die eigene Bevölkerung wird hier gerade tyrannisiert und wird verantwortlich gemacht für massive Fehleinschätzung oder Fehler. Wir wissen ja nicht, ob die Fehleinschätzung, wie sie nun richtig eingeschätzt ist, aber Fakt ist, die Regierung hat eine 180-Grad-Wende gemacht und erwartet von der Bevölkerung, dass sie dieser 180-Grad-Wende folgt. Von kompletter Verharmlosung, Ignoranz zu totaler Panikmache nach dem Motto, die Gesellschaft, die Menschheit stirbt aus.
meine Konsequenz und die Folge dafür zum Krieger sein. Ich bin ein Prepper. Ich habe mich schon seit vielen Jahren vorbereitet und insofern habe ich um meine persönliche Sicherheit für meine Freunde und Familie keine Sorgen. Aber die Botschaft ist, verlasse dich nicht auf den Staat. Denn der Staat hat zum Beispiel keine Atemschutzmasken. Wir erzählen den Leuten, sie wären nicht nötig, aber in Krankenhäusern sind sie nötig. Ja, ganz Asien trägt sie. Sind das alles Vollpfosten oder was? Sie haben keine, sogar noch an China geliefert. Also null Vorsorge. Null Vorsorge. Keine Desinfektionsmittel. Null Vorsorge. Also komplett unfähige Politiker, die neben den Infektionszahlen jeden Tag die Wahlprognosen, also die Umfragewerte ihrer Partei veröffentlichen. Das ist das Entscheidende bei jeder Maßnahme. Und praktisch Maßnahmen vorbereiten in der Bevölkerung durch Panikmache in den Mainstream-Medien, wo sie sich dann feiern lassen, damit die Umfragewerte steigen. So, die Konsequenz, unabhängig von Corona, erwarte nicht, dass der Staat deine Probleme löst, sondern Selbstverantwortung. Erwarte, egal ob es eine Virusinfektion ist, wie gefährlich oder ungefährlich sie auch immer sein mag, das ist ein anderes Thema, aber genauso könnten wir hier einen AKW-Unfall haben. Glaub nicht, dass das die Regierung genügend und rechtzeitig dir Jodtabletten zum Beispiel besorgt, sondern besorge die selbst. Ha, ist verboten, geh in die Apotheke, kriegst du nicht. Spannend, ne? Bei einem Chemieunfall, bei einem Stromausfall, ja, versorge dich mit Strom und allen Dingen, die wichtig sind. Überhaupt für Versorgungsausfälle, egal ob das Gas, Sprit, Wasser, Lebensmittel, Müllabfuhr, Medikamente und so weiter ist, verlasse dich nicht auf die Regierung. Die demonstriert gerade komplette Unfähigkeit, Selbstbeweihräucherung und Verantwortungslosigkeit. Das wird da nicht anders sein. Genauso bei Naturkatastrophen. Wenn Schädlinge kommen, Heuschreckenplage gerade in Afrika, wenn solche Dinge passieren, Krieg, Bürgerkrieg, unkontrollierte Migrationswellen aus Afrika, egal was du dir ausdenken kannst, dann ist meine Botschaft für dich als Krieger, als Mann, sorge selbstverantwortlich für dich und deine Familie und für Freunde, die dir nahestehen. Verlasse dich nicht auf staatliche Vor- und Fürsorge, ja, denn das kannst du vergessen, also Material, Geld, Zuwendungen finanzieller oder materieller Art, sondern sei selbstverantwortlich. Im Gegenteil, der Staat ist eher dein Feind. So lebe ich seit ich ungefähr 16 bin. Ich bin Anarchist und habe immer den Staat als meinen Feind gesehen, habe nie staatliche Unterstützung kassiert, egal ob als Student oder mit meinen Seminaren Bildungsurlaube beantragt oder irgendwie ein staatliches Geld. Der Staat ist immer mein Feind. Wir arbeiten gegen den Staat. Es gibt ein interessantes Beispiel, kannst du im Internet suchen bei den Preppern. Es gab ja 2005 einen katastrophalen Wirbelsturm, Überschwemmungen, vielen Toten auch, in den USA, Katrina heißt der Sturm, New Orleans war das. Und wenn du dort die Berichte siehst von Menschen, die dann zwangsevakuiert wurden, da gab es einige Prepper, einige gut vorbereitete Menschen, die hatten sich isoliert. Die haben sich mit massenweise Lebensmittel, Medikamenten, mit allem, was man braucht, eingedeckt. Die wurden vom Militär gegen ihren Willen mit Gewalt aus ihren Häusern rausgeholt. Sie mussten alles abgeben, was sie hatten, an Medikamenten, an Wasservorräten, an Lebensmittel und so weiter. Das wurde alles konfisziert. Ihre Haustiere mussten sie dann da lassen und sterben lassen. Das sichere Haus verlassen und haben sich dann mittellos in irgendwelchen Sammellagern wiedergefunden. Das Problem war nicht der Sturm. Das Problem war der Staat. Und genau das erleben wir jetzt. Panikmache, Schuldzuweisung an das Volk, eigene Unfähigkeit oder auch planmäßige Unfähigkeit, das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Und wir müssen uns eigentlich nicht vor dem Corona schützen, sondern vor dem Staat. Denn nochmal, wenn das Ganze wirklich so gefährlich wäre, dann hätte man im Januar, spätestens im Februar, Checks an den Flughäfen durchgeführt, hätte keine Migranten mehr reingelassen ohne Virencheck, hätte Schutzmasken und Desinfektionsmittel unter Hochdruck produziert, ja, hätte alles desinfiziert, auch Pakete und so weiter, Warenlieferungen, hätte vorher die Krankenhäuser nicht privatisiert, sondern hätte die
so gelassen, dass da auch Kapazitäten da sind, hätte Beatmungsmaschinen gekauft und so weiter. Nichts ist in dieser Richtung passiert, obwohl man die Blaupause in China gesehen hat, ja, was da passiert. Und jetzt wird das dem Volk zu praktisch die Verbreitung der Infektionen jetzt dem Volk angelastet. Ja? Die Menschen sind zu blöd und machen Sozialkontakte. Die Regierung hätte angeblich alles richtig gemacht. Sorry. Wenn das Virus wirklich so gefährlich ist, hätte man diese Maßnahmen von Anfang an ergreifen müssen, hätte ganz klare Botschaften senden müssen, das Ding ist gefährlich. Das Gegenteil wird gemacht und wir baden es jetzt aus. Leute, wacht auf. Die Regierung verarscht uns nach Strich und Faden. Vorausgesagt, wie gesagt, wenn das Virus so gefährlich ist. Bislang ist es eher eine soziale Geschichte. Man sagt so, die alten Leute sterben, ja, und wir nehmen da Rücksicht drauf. Von den Jungen, also sprich bis 60-Jährigen, gibt es kaum Todesfälle. Die Todesfälle halten sich auch durchaus in Grenzen. Also ob das wirklich so gefährlich ist, ist nicht einzuschätzen. Es ist schwierig einzuschätzen, sagen wir mal so. Es rechtfertigt aber nicht eine komplette schwere Wirtschaftskrise, ein komplettes Runterfahren, ein an die Wand fahren der kompletten Wirtschaft, ein angehender Zusammenbruch des Finanzsystems, gut, der wäre irgendwann sowieso gekommen, massenweise Insolvenzen, die wir haben werden, und zwar nicht von Amazon, nicht von JP Morgan und den Großbanken. Es wird auch garantiert die anderen großen Firmen, Alphabet und so weiter, diese Firmen werden nicht bankrott gehen. Da könnt ihr sicher sein. Wer insolvent anmeldet, sind die Kleinen, die Mittleren, die Selbstständigen, die Freiberufler. Bei jeder Krise ist es so. Es passiert eine Umverteilung von Arm nach Reich. Und das wird jetzt in einer krassen Weise weiter verschärft werden. An der Börse ist es so, die Kleinanleger verlieren und die Großanleger werden gewinnen und am Ende alles Geld noch über haben, um dann zu kaufen, Aktien zu Dumpingpreisen. Ja. Bei den Insolvenzen sind das die Kleingeschäfte, die Firmen, die Freiberufler. Die Gewinner nach der Krise, Amazon bricht nicht ein, die steigen in den Zahlen. Ja. Konzerne, große Firmen sind die Gewinner dieser Krise. Wir werden eine noch größere Konzentration des Kapitals auf noch weniger, noch mächtigere internationale Konzerne haben. Was erleben wir noch? Wir erleben einen Werteverfall. Wir werden jetzt wir sind ja schon komplett überschuldet und wir werden einen kompletten Werteverfall haben. Das Geld wird zu Papier werden, zu Toilettenpapier. Also Toilettenpapier wird wertvoller werden, als ist es ja jetzt schon eigentlich. Interessanterweise, es ist eine interessante Symbolik gerade. Helikoptergeld. Es wird also immer mehr Geld geben, aber immer weniger Waren. Und das ist jetzt schon so. Der Dollar seit seiner Einführung hat 99% an Wert verloren. Der Euro seit der Einführung, frag dich selbst, 2001. Hast du noch alte Speisekarten von 2000 oder so? Mindestens 50% Wertverlust in 20 Jahren. Ja? Also Papiergeld wird immer zu seinem inhärenten Wert kommen. Das staatlich gedruckte Geld ist irgendwann wertlos. Wir werden da bestohlen. Und die eigentlichen Werte, ja, was sind die denn? Im Moment ist der Dollar gefragt, weil die Amis noch den Weltmarkt bestimmen, Staatsanleihen. Aber letztendlich ist es Gold und sind es Sachwerte, die dann gefragt sind. So, wir haben jetzt in dieser Krise eine Konzentration staatlicher Allmacht und eine Aufhebung der Persönlichkeitsrechte und Freiheiten, die man vor 2 Monaten für völlig unmöglich gehalten hätte. Ja, also Ausgehverbote, keine Sozialkontakte, Quarantäne, Isolation, Einschränkung, Versammlungsverbot, Handyüberwachung der Einzelnen, bis hin zu dem, was in Dänemark schon da ist, aber kommen wird, hier auch Zwangsuntersuchungen, Zwangstests, Zwangsbehandlungen. Du kannst nicht mehr selbst wählen. Also auch dein Körper gehört dem Staat und nicht dir. Du kannst nicht mehr wählen, welches Gesundheits-, ob du schulmedizinisch dich behandeln lässt oder anders. Also Schulmedizin hat da die Macht und auch Zwangsimpfungen. So, das heißt, den absoluten Horror von einer Diktatur, von einer sozialistischen Diktatur, den haben wir jetzt gerade und alle applaudieren, Beifall. Das ist es. Das ist das Erschreckende. Ja, einen kompletten Shutdown, ein komplettes Aufheben
sämtlicher Persönlichkeitsrechte, eine komplette Autorisierung und Ermächtigung des Staates. Eine komplette Allmacht des Staates. Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, auf welcher Seite stehst du? Bist du ein Befürworter von Staatsmacht? Also bist du im Glauben, dass der Staat alles für uns regelt? Oder bist du ein Befürworter von individueller Freiheit und Selbstbestimmung? Also stehst du für Selbstverantwortung des Einzelnen? Diese Frage werde ich gleich noch zurückkommen. Was bewirkt der Virus? Wer bewirkt, entweder freiwillig, wie ich das mache, aus Rücksicht auch vor allem auf die anderen, auf die Gesellschaft, auf das Gesundheitssystem, auf die Altmenschen, bewirkt eine Isolation, also Ausgangssperre, keine sozialen Kontakte mehr. Du bist auf dich zurück, eine Rückbesinnung auf sich selbst. Viele können nicht mehr arbeiten. Das Thema Alleinsein, vor allem natürlich für die Singles, ja? Das Thema Selbstorganisation, für die, die Homeoffice machen, da hast du plötzlich keinen Chef mehr, sondern du musst dich selbst organisieren. Es ist Zeit mit der Familie da. Und die Frage, wem vertraue ich, mit wem mache ich Kontakt wegen der Ansteckungsgefahr? Es ist Zeit, um nach innen zu gehen, zu meditieren und nachzudenken. Und nicht nur über dich persönlich, sondern auch über diese Themen, Staat, Gesellschaft, Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung. Das Buch, was rauskommt, heißt Selbstbestimmt. Selbstbestimmung leben. Darum geht es. Und was wir haben, ist eine extremste Fremdbestimmung gerade. Das Gute daran ist, wir erleben gerade einen Crash unseres Finanzsystems, unserer gesamten Kultur, unseren Werten, unser Wertesystem und der Wirtschaft durch ein doch relativ überschaubares Virus ausgelöst. Also es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Der Crash stand sowieso an. Unser Finanzsystem völlig überschuldet. War klar, dass das irgendwann crasht. Da gibt es genug Leute, die das vorausgesagt haben. Und das stand wirklich an. Aber es hätte schlimmer sein können. Zum Beispiel durch eine wirkliche, sagen wir mal sowas wie die Pest oder so. Ein Virus, wo jetzt 10.000 von Toten auf den Straßen liegen würden. Wie man das bei der Pest zum Beispiel hatte. Cholera-Epidemien gab es ja alles schon in der Geschichte. Durch einen Krieg, durch einen Bürgerkrieg, durch einen längeren Blackout, durch eine schwere Naturkatastrophe. Das wäre sehr viel dramatischer. Ja? Was wir jetzt haben, ist eigentlich für fast niemanden eine akute Bedrohung des Lebens, ja? Oder der Sicherheit. Und das Gute ist eben daran, weil wir nicht akut bedroht sind, wie in oberen Szenarien geschildert von mir, es ist eine Zeit, in dich zu gehen, nachzudenken und eine Zeit, um Visionen zu entwickeln, Austausch miteinander zu pflegen, solange das Internet noch funktioniert. Stell dir vor, das Internet fällt aus. Auch das ist nicht unmöglich. Dann haben wir ein wirkliches Problem. Wir haben im Moment Angst und Panik, die geschürt wird. Und wenn ich sage, sorge für dich, mache Maßnahmen, was ich am Anfang erzählt habe, dann mache diese Maßnahmen nicht jetzt für das Aktuelle, sondern grundsätzlich, wenn du der Überzeugung bist, ich vertraue dem Staat nicht, also musst du für dich sorgen, aber nicht, weil es aktuell jetzt gerade so gefährlich ist, sondern grundsätzlich mache das. Stimmst du zu autoritären staatlichen Zwangsmaßnahmen? Bist du für diese Notstandsgesetze, Verbot von Meinungsfreiheit, also Verbot von Fake News, angehendes Bargeldverbot, weil ja der Virus dran klebt? Übrigens an den Tasten, ja, von der Maschine da ist kein Virus dran, ne? Wo man da seine Geheimzahl eintippt, ne? Also völlige Schwachsinn. Der Kopf ist komplett ausgeschaltet, das Kritische ist ausgeschaltet und die Regierung lässt sich dann am Ende feiern, ja, mit diesen ganzen Zwangsmaßnahmen, dass die Menschheit doch nicht ausgestorben ist. Ja, wir haben da nur 10.000 Tote, die dann irgendwie sonst auch da sind. Und wer wird gefeiert? Die Regierung. Und wir haben uns an massive Zwangsmaßnahmen, eine komplette Aufgabe unserer freiheitlichen Werte, unserer persönlichen Freiheiten gewöhnt. Und nächstes Jahr kommt das nächste Virus oder kommt irgendeine andere Krise. Und das ist genau das, was gerade passiert. Tritt einen Schritt zurück und sieh einmal das große Ganze. Ich habe meinen jüngsten Sohn Aion genannt. Aion ist griechisch, heißt Äon. Ein Äon ist eine Zeitepoche. Und wir aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, aus Sicht einiger Philosophen auch und Forscher, befinden wir uns am Ende eines Äons, einer Zeitepoche.
Wörtlich heißt er und die Ewigkeit, aber die Ewigkeit im Sinne der Götter, es ist das Ende einer Kulturepoche, die mit 2160 Jahren betitelt wird. In der anthroposophischen Literatur, in einigen anderen Literaturen kann man das finden. Und wir sind am Ende einer Kulturepoche angekommen und vieles spricht für diese Endphase. Da spricht die Zerstörung des Planeten, die massiv voranschreitet, Zerstörung der Ressourcen, ein unkontrolliertes Bevölkerungswachstum, eine extrem, wirklich extreme Verteilung von Arm und Reich auf der Welt, ein sehr, sehr ungerechtes Wirtschaftssystem, der Glaube an das ewige wirtschaftliche Wachstum, was völliger Schwachsinn ist, ja? Ein Finanzsystem, was mit 250 Billionen Schulden verschuldet ist, also obstrus verschuldet ist, und einen kompletten Werteverfall. Ich habe schon gesagt, der Dollar ist noch 1% wert seines Beginns. Ne? Gold ist da immer ein guter Maßstab. Gold ist stabil, die Währungen werten ab. Euro 50% und so weiter. Aber auch ein Auflösen von verbindlichen Werten. Das haben wir als Paartherapeuten, sehen das zum Beispiel. Ne? Solche Werte wie Familie, Treue, Ehre sind nicht mehr viel wert. Ein Auflösen von religiösen Werten. Ein extremer Individualismus, ein Narzissmus, der sich immer weiter ausbreitet und letztendlich eine Zerstörung von Beziehungsfähigkeit. Also eine Beziehung nur zu sich, sag ich mal, und eine Zerstörung der Fähigkeit, sich zu binden, sich zu Beziehung, verbindliche langfristige Beziehung aufzubauen und zu halten. Das können wir als Therapeuten und als als Coaches im Bereich von Beziehungstraining attestieren. Es fängt mit der Geburt an, distanzierte Geburt, keine natürlichen Geburt mehr. Kinder werden mit einem Jahr entsorgt in die Tagesanstalten, ne? Staatliche Obhut gegeben, nicht mehr persönlich, außer jetzt in der Krise, das ist super. Ja? Kommen, sind die Kinder endlich wieder bei den Eltern mal, dann sehen die Eltern mal den ganzen Tag. In Beziehungen kann man das sehen. In der Schule gibt es keine persönlichen Beziehungen mehr, schon im Kindergarten. Also die Beziehungsfähigkeit wird sukzessive zerstört. Das kann man sehen, das ist die Entwicklung unserer Gesellschaft. Spricht aus meiner Sicht für das Ende einer Zeitepoche. Ja, ein Auflösen, wir gehen auf diesen Punkt, auf den Crash zu. Und jetzt haben wir die Corona-Krise. Die Quarantäne wird wahrscheinlich in kürzer Zeit kommen, ist ja teilweise schon. Keine Sozialkontakte mehr, Quarantäne, Isolation, völlige Isolation auf dich selbst oder nur kleinste zentrale Gemeinschaften, also Familie, enge Freunde. Du musst dich fragen, wie ist deine Gemeinschaft? Ja? Noch haben wir das Internet, aber was ist, wenn das ausfällt? Ja? Was ist dann? So, und es ist Zeit nachzudenken. Zeit nachzudenken, einerseits rechtfertigt diese Gefahr von Corona eine Diktatur, in der wir gerade leben, rechtfertigt, dass das praktisch sämtliche Persönlichkeitsrechte aufgehoben werden, ja, dass du praktisch kein Recht mehr auf deinen Körper hast, dass du gezwungen wirst, an Virologen, deren schulmedizinische Ausbildung und Prognosen zu glauben und die Politiker handeln danach. Das, wie in Dänemark schon üblich, es darf in Dänemark jetzt übrigens alles konfisziert werden, und zwar ohne richterlichen Befehl. Dürfen Menschen, darf das Militär, darf die Polizei in das Haus rein. Das wird auch zu uns kommen, wenn es weiter eskaliert. Das heißt, dein Haus, dein Eigentum und so weiter darf konfisziert werden. Wir haben Kriegsgesetz, wir haben Notstandsgesetze. Das heißt, die normalen Dinge, die wir immer seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich geglaubt haben, werden hier komplett innerhalb von wenigen Wochen über den Jordan geschickt. Ist dieses Coronavirus so eine massive Bedrohung für den Fortbestand der Menschheit, der Zivilisation, dass man sagen kann, wir opfern dafür sämtliche Persönlichkeitsrechte? Frage dich, wie schätzt du das ein? Ich schätze das so ein, es ist schon mehr als ein Grippevirus. Ja, es ist schon gefährlicher. Man muss es schon ernst nehmen. Ja, vor allem, wenn unser Krankheitssystem kollabiert. Aber es ist keine Gefahr für die Zivilisation. Es wird kein Massensterben geben. Wir werden nicht Millionen Tote haben hier. Das ist nicht wirklich realistisch. Vor allem werden wir nicht Tote haben mit einem gesunden Immunsystem.
Das ist überhaupt nicht Thema. Es geht immer nur um Impfstoffe. Die umgekehrte Denkweise, wie halte ich mich gesund und stark, ist überhaupt nicht Thema, sondern wie schütze ich mich vor dem, also unsere schulmedizinische Sicht, ja, fixiert auf die Krankheit. Wie schütze ich mich vor der Krankheit, anstatt zu sagen, wie werde ich stark, dass die Krankheit keine Chance hat. Eine völlig andere Sichtweise, die Homöopathen, die Schamanen, die ich auch habe, ne, was ich im letzten Podcast schon von mir gegeben habe. Also wie kannst du dein Immunsystem stärken? Das ist eine konstruktive Herangehensweise, die, egal ob du infiziert bist oder nicht, ob es unnötig ist oder nicht, dich stärker machen, dich gesünder machen. Wie kann ich gesund leben? Gesund Ernährung. Keine Dosen jetzt futtern, wie die Leute sich kaufen, ne? Sondern frisch ernähren, Lebensmittel, Bio-Lebensmittel, Bewegung, frische Luft und so weiter. Also das ist die erste Frage. Und dann ist die andere Frage, wenn wir alle Zeit jetzt haben, nachzudenken und nicht an Netflix hängen jetzt und alles da Staffeln angucken in der Zeit, in der Quarantäne, dann ist eine Frage, ist es wirklich so schlimm, wenn unser komplettes Wirtschaftssystem mit diesem ungerechten, unsozialen Wirtschaftssystem den Bach runtergeht? Also klar ist es schlimm. Es wird viel Leid, viel Tote und so weiter geben, natürlich, ja, letztendlich. Aber ist es ein Wirtschaftssystem, ist es ein Finanzsystem, an das du glaubst, das du gut findest? Oder sagst du, nein, das ist eigentlich unmenschlich, das muss eigentlich verändert werden? So, und da sind sich viele einig, dass es ungerecht ist. Es sei denn, du bist Inhaber von Amazon oder hast viele Aktien bei den großen amerikanischen Firmen, bei Apple oder so. Wenn das nicht so ist, dann wirst du vielleicht sagen, ja, das ist ungerecht, das muss abgelöst werden. So will ich nicht leben. Das wird immer extremer und nach dieser Krise wird es noch viel, viel extremer werden. Die Konzentration von Macht und von Geld auf wenige, das wird noch viel extremer werden. Egal, was die Regierung sagt, ja, wir geben jetzt Kredite den Selbstständigen. Versteht ihr, das ist eine Verarschung sondergleichen. Eine Verarschung sondergleichen. Lasst euch nicht verarschen. Wenn du bankrott bist, nimmst du keinen Kredit auf. Und wenn du Kredit aufnimmst, dann bist du in dem Würgegriff der Banken. Ja, dann bist du eben hoch verschuldet. Du hast zwar Geld gekriegt, bist aber hoch verschuldet. Was ist denn das für ein Leben? Ja, ich habe niemals Schulden gemacht, weil ich niemals abhängig sein wollte von einer Bank oder vom Staat. Also, das ist noch schlimmer als fast als insolvent zu sein, ist eben hochverschuldet zu sein. Ja? Du bist dann eben nicht mehr frei, das zu machen, was du machen willst. Also es geht um solche Fragen. Es geht darum, nachzudenken. Wie sieht denn dann die nächste Kulturepoche aus? Schau, es gibt viele Crash-Propheten. Es gibt viele, die sagen, das Ganze geht hier den Bach runter, das Finanzsystem geht den Bach runter, die ganze Schuldenorgie, das, was da passiert, die ganzen Maßnahmen von der EZB, von der Fed, die nützen nichts. Das System muss abgelöst werden. Ja, muss es auch. Und es gibt viele Kritiken, auch was in Bezug auf den ganzen Planeten, Klimaerwärmung und so weiter und so fort. Ich steige da jetzt mal nicht ein, wie viel Prozent da Menschen gemacht ist oder nicht. Das ist ein eigenes Thema. Fakt ist, es gibt vieles, was sehr, sehr bedenklich ist und nicht fortgeführt werden sollte und erneuert werden muss. Aber es fehlt an positiven Visionen. Kritik gibt's genug. Lass dir Zeit. Wir sind gefragt. Überlass das nicht den Politikern, überlass das nicht den Zentralbankern, überlass das nicht den Wirtschaftsbossen und Multimilliardären, eine neue Vision für die Menschheit, für die neue Kulturepoche, die kommt. Dieser Shutdown, dieses Runterfahren, dass der Staat zeigt, mit welchen krassen Maßnahmen er bereit ist, die Bürger einzusperren, zeigen uns, dass wir gefragt sind, jeder Einzelne. Ja, wir brauchen Menschen mit positiven Visionen und einer positiven Gesellschaft. In was für einer Gesellschaft willst du leben? In was für einem Finanzsystem willst du leben? Und dann anfangen, in einen Austausch miteinander zu gehen. Und zwar nicht in der Form, wer hat Recht, ja? Sondern oder wer setzt sich durch oder wer kriegt die meisten Likes für seine tollen Sprüche oder so. Ja, wie es an Facebook ist, da kommen so ein paar emotionale Geschichten, alle sind berührt und machen viele Likes. Nein, es geht um konkrete Visionen, sondern einander zuhören. Hey, was hat der mir zu geben? Gemeinsam entwickeln, was sind da für positive Ideen drin? Ja.
Wenn man 100 Jahre zurückblickt, eine Freundin sagte, die 20er Jahre sind positiv gewesen. 1920, das war eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem kompletten Zusammenbruch, eine Zeit von großen Visionären, von Revolutionären, von Kreativität, von gesellschaftlichen Utopien und Ideen. Ja, was ist passiert? Ende der 20er, 1929, weiß jeder, Weltwirtschaftskrise, das, was wir jetzt vielleicht auch wieder erleben. Jäh beendet und dann die Diktatur, war der Sozialismus. Also der Sozialismus ist die Diktatur, die jetzt auch gerade passiert. Entweder der Sozialismus in der UdSSR oder der Nationalsozialismus. Und jetzt erleben wir auch DDR 2.0, den komplette Totalüberwachung des Staates, Zwangsmaßnahmen des Staates. Auch wieder Sozialismus. Also es gibt da viele Parallelen, wer Geschichte studiert. Das ist aus meiner Sicht die aktuelle Gefahr, einen totalitären Sozialismus, eine Aufgabe sämtlicher Persönlichkeitsrechte und das Schlimmste, die Leute klatschen Beifall dafür. Ein Beifall für komplette Überwachung, komplette Kontrolle. Und das ist eben heute absolut perfekt möglich, was früher nicht möglich war. Handyüberwachung, Tracking, Elektroautosteuerung, deshalb ich gegen Elektroautos, die können jederzeit stillgelegt werden, kontrolliert werden, Bargeldverbot, ja? Dann wird dann gecheckt, wie viel darfst du kaufen überhaupt noch. Die Regierung hat die Kontrolle über deine Einkäufe. Ist das die Vision? Oder was hast du für eine Vision einer zukünftigen Gesellschaft? Wie soll die aussehen, in der du leben willst? Ich sag dir ein paar Ideen von mir als Anregung. Ich bin für die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Das ist das neue Buch, Selbstbestimmung, Leben. Schöpfer des eigenen Lebens zu sein. Life Creation ist der Name unseres Instituts. Lebensschöpfer. Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich gestalte mein Leben und überlasse es eben nicht dem Staat. Nicht mehr Papa Staat oder Mama Merkel vertrauen und sie bestimmen lassen, das ist Fremdbestimmung, sondern Selbstvertrauen aufbauen. Selbstbestimmung, das ist gefragt. Das ist mein, ja, seit ich Jugendlicher bin, ist das meine Vision. Nicht einer zentralen Steuerung vertrauen, sei es der Staat, sei es die Zentralbanken, sei es Brüssel, sei es ein Gesetzesfuß, ein Steuerdschungel, der uns regelt, eine zentrale Steuerung, die uns angeblich schlechten Menschen dann zu besseren Menschen macht. Wie jetzt, ja? Die Menschen sind zu doof, zu unsozial, die halten sich nicht an die Ausgangssperre, also muss der Staat sie zwingen, rauszugehen. Ja. Ja, was ist das für ein Bild? Die Menschen sind schlecht, die Politiker sind gut. Die Weisen, die moralisch höher stehenden, sind die Politiker und die moralisch niedrigen stehenden sind wir. Sorry, ich habe genau das umgekehrte Bild. Ich vertraue erstmal keinem Politiker, es sei denn, er beweist mir was anderes. Ja, die wollen nämlich wiedergewählt werden und wollen, dass ihre Partei in den Meinungsumfragen besser dasteht mit jeder Entscheidung. Das ist das Entscheidende. Also, meine Vision ist hin zu regionalen Vereinbarungen, weg von Gesetzen. Regionale Vereinbarungen, regionale Dinge. Weg von Parteien, hin zu einzelnen Menschen, denen ich mein Vertrauen ausspreche. Ja? Und nicht Abstimmvieh in einem Parlament von 1000 Leuten. Hin zu Volksentscheiden. Keine einzige Partei stimmt für Volksentscheide, weil sie Angst vor dem Volk haben. Sieht man am Brexit, ja? Die haben Angst vor dem Volk. Weg vom Globalismus. Regionalität ist gefragt. Regionale Gemeinschaften, sei es in der Wirtschaft, sei es Absprachen statt Gesetze. Regionalwährungen ist der richtige Weg dafür. Und Beziehungen stärken. Ja? Also verbindliche Partnerschaften, die Ehe erneuern, nicht in der alten religiösen Form, sondern neue Formen finden, neue Rituale auch finden für Ehe, für Gemeinschaft, für Familie, Verbindung, Gemeinschaftsbildung. Wir machen so etwas mit unseren Seminaren, Love Creation, also Schöpfer der Liebe. Da geht es viel darum, tragfähige Beziehungen zu entwickeln, die durch Krisen, durch Hoch und Tief zu bringen, und Gemeinschaft zu erzeugen von Menschen. In einer Zeit des Narzissmus, des Individualismus kommen viele zu uns einfach, weil sie erleben, wow, da ist ein Feld der Liebe, der Verbindung, ein Feld des Vertrauens untereinander mit Menschen, die man anfassen kann, denen man in die Augen schaut. Und was wir schaffen, sind Gemeinschaften,
Viele Menschen kommen gar nicht wegen den Inhalten der Seminare, sondern weil sie diese Gemeinschaft suchen. Von Respekt, von Liebe, von Ehrlichkeit, auch Authentizität der Menschen, intensiven Begegnungen miteinander, die sonst eben oft nicht möglich sind, wo ja gesellschaftliche Attribute und so weiter wegfallen. Also mein Aufruf ist, frage dich, sieh kritisch, was gerade passiert. Ich sage nicht, das Coronavirus ist völlig harmlos. Ja? Verstehe mich bitte nicht falsch. Es hat eine gewisse Gefahr. Aber sind diese Zwangsmaßnahmen in irgendeinem Verhältnis dazu? Und da sage ich ganz klar, das sind sie nicht. Ja? Da wird gerade mit Panzern, mit großen Kanonen auf kleine Spatzen geschossen. Ja? Meinetwegen ist der Spatz ein Habicht, der ein paar Tiere reißt oder ein Adler. Aber auch da muss man keine Atomwaffen drauf werfen. Ja? Aber das wird gerade gemacht. Es wird gerade extrem viel zerstört, was uns an Werten wichtig ist. Es werden Existenzen zerstört, wirtschaftliche und berufliche. Es wird der Mittelstand zerstört dafür, dass die Mächtigen noch mächtiger werden und alles zentralisiert wird. Es werden Persönlichkeitsrechte außer Kraft gesetzt. Und das mit Zustimmung einer breiten Bevölkerung, was mich schockiert. Darüber gilt es nachzudenken. Und nimm die Zeit des Shutdowns, nimm die Zeit der Quarantäne, die aus meiner Befürchtung oder realistischen Einschätzung wahrscheinlich morgen oder übermorgen schon kommen wird oder Montag. Nimm die Zeit, drüber nachzudenken. Wohin willst du gesellschaftlich? Tausch dich aus, führe Gespräche mit Menschen. Das ist meine Botschaft jetzt, wo das Äußere alles geregelt ist vielleicht, wo du Zeit dafür hast und wo auch klar ist, es gibt keine Gefahr. Man kann zu Hause sitzen und muss keine Angst haben. Ja, nochmal, wenn wir in einem Krieg wären, dann wäre es schwierig, darüber nachzudenken. Es könnte alles viel, viel schlimmer sein. Ja, die reale Gefahr, wenn du in deiner Wohnung sitzt, ist passiert dir nichts. Du musst keine Angst haben. Ja, kannst also entspannen und in Ruhe über die Dinge nachdenken, die gerade passieren. Und dein Beitrag zu diesem Zeitenwende, zu dieser neuen Kulturepoche, soll diese neue Epoche ein totalitärer Sozialismus sein, geleitet von einigen Mächtigen in einer totalitären Form ohne jede Persönlichkeitsrechte. Ist das deine Vision oder hast du eine andere? Und wie sieht die dann aus? In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Shutdown viele Menschen zum Nachdenken bewirkt und ja, etwas Positives bewirkt in dem Sinne, dass sie sich Gedanken machen. Wo wollen wir hin und was ist mein Beitrag dazu? Und gebe ich diesem Staat weiterhin meine Stimme und meine Macht? Will ich fremd oder will ich Selbstbestimmung leben? In diesem Sinne, bis dahin, zum nächsten Podcast.